Denn der letzte Sieger war bekannterweise Peter Fox aus Berlin für Berlin. Und wir stellen Ihnen jetzt in den kommenden Wochen alle Kandidaten hier schon mal vor. Und am 1. Oktober haben wir dann die große Show in Berlin. Und dann können Sie zu Hause abstimmen, wer den Bundesvision Song Contest für welches Bundesland gewinnt. Diese Band hier gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und sie kommen aus München und treten für Bayern an, unterstützt von Energy München. Hier sind Blumentopf. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. So, stell euch mal vor, also du bist der... Hallo, ich bin Wunder. Ich bin der Kaios. Ich bin der Flo. Roger. Und Seppalot. Sehr gut. Habt ihr ein Geschenk mitgebracht? Wir haben ein kleines Gastgeschenk dabei. Oh. Es ist leider kein Mad Eagle. Leider kein Mad Eagle, sondern es ist... Gott sei Dank kein Sperma. Es sieht aus wie ein Lebkuchenherz. Es ist eine bayerische Pizza. Es ist ein Lebkuchenherz vom Münchner Oktoberfest, das ja erst demnächst startet. Genau, oder? Jetzt ist die große Frage, wie wir das jetzt schon besorgt haben. Ja. Startet er erst. So lala, so heißt auch euer Titel, ja, den ihr performen werdet. Euch gibt es ja schon sehr lange. Also gegründet habt ihr euch 1992. Jo. Das war die Zeit, als das gehobene Bürgertum noch rappte. Ja, genau. Also, das waren so die Zeiten, in denen sich die Fantastischen Vier gegründet haben. Was gibt's noch? Fettes Brot und so. Ja? Und ihr habt es bis heute durchgehalten. Ja, wir und unser Publikum. Ja. Ihr hattet aber früher noch ein Da davor, ne? Hieß ihr nicht auch mal Da Blumentopf? Ja, hast dich besser vorbereitet. Ja, nee, hab ich mich nicht vorbereitet, weiß ich einfach. Und Künstler, die beim Bundesvision Song Contest mitmachen, dass sie einen eigenen Wahlwerbespot drehen. Und ihr habt das gemacht für euch und für Bayern. Schauen wir uns das mal an. Zum Bundesvision Song Contest 2010 sehen Sie nun einen Wahlwerbespot von Blumentopf. Für den Inhalt der Spots sind alleine die Künstler verantwortlich. Hallo Leute, wir sind Blumentopf und wir vertreten das wunderschöne Bayern beim Bundesvision Song Contest 2010. Prost! Hey, sag, wie geht's euch? So lala, so lala. Und wie laufen die Geschäfte? So lala, so lala. Sag, wie findet ihr... Wir, der Blumentopf, wir treten natürlich für Bayern an, weil wir hier nämlich in München wohnen, in der schönen Landeshauptstadt von Bayern. Hinter uns seht ihr das Rathaus, das ist dem Rest der Republik vielleicht bekannt von den alljährlich hier stattfindenden Meisterfeiern, das FC Bayern. Mit Mastercard, so mit Snowboard-Boots, zum Après-Ski, so Onanieren, zu Blasmusik, so Brandstifter mit Wasserkopf, so wie eine Lichtgestalt, die Schatten boxt, wie ein Hamsterkopf. Viele Leute sagen ja, München wäre so ein verschlafenes Millionendorf, wo alles mehr so gemütlich abläuft, aber ganz ehrlich, diese Hektik hier. Pass auf, da kommt einer. Oh, das war knapp. Auf einem Faschingsball, so wie Ermittlungen in einem Wasserfall, wie mit Stummes Schwanz in einem Hasenstall, alles ist. Oh la la, oh la la. Hey, sag, wie geht's euch? Hier mitten in München haben wir vor einer Woche zwei Löwen aufgestellt. Und jeder, der will, dass wir beim Bundesvision Song Contest 2010 gewinnen, reibt an der Nase. Und wie findet ihr die anderen? Danke für den Support. Hey, sag, wie geht's euch? Hier sind schon die großen Tanks zum Befüllen der Touristen im Herbst. In der Arbeit. Botschaftig. Komm nach Bayern, da wo es schön ist. Und wie läuft es so im Bett? Danke sehr, danke sehr. Dirk macht das Licht aus, dann ist das Video eigentlich schon so gut wie... Weil wir live sehen, Blumentopf, kleines bisschen Werbung und dann live hier im Studio mit Blumentopf und so lala. Bis gleich. So, da sind wir wieder bei TV Total. Jetzt, meine Damen und Herren, die Band, die für Bayern ins Rennen geht beim Bundesvision Song Contest 2010 am 1. Oktober in Berlin, wird das stattfinden und natürlich auch für Sie am Fernseher zu Hause. Unterstützt werden Sie von Energy München. Hier sind Blumentopf mit So lala. Wir sind der Blumentopf. Wir treten, wie gesagt, für Bayern an. Herzlichen Topf. Pass mal auf. Ey, sag, wie geht's euch? So lala, so lala.
das Wetter? So lala, so lala. Und wie geht es euch privat? So lala, so lala. Manchmal ist alles eben eher so. Tee trinken auf Kaffeefahrt, so Visagist mit Mastercard, so mit Snowboard zum Afterski, so Onanieren zu Blasmusik, so Brandstifter mit Wasserkopf, so wie ne Lichtgestalt, die Schattenbox, wie ein Hamsterkauf in einem Rattenloch. Es ist Ulala, so Seehorn in nem Motorboot, so stille Post mit nem Vocal Coach, so Straußmeier und Spatzenhirn, so zum Rapid-Store mit Apfelstirn, so Gesichtskraft vom Faschingswald, so wie Ermittlungen in nem Wasserfall, wie mit stummem Schwanz in nem Hasenstall. Es ist Ulala. Ey, sag, wie geht's euch? So lala, so lala. Und wie läuft's so in der Arbeit? So lala, so lala. Sag, wie findet ihr uns? So lala, so lala. Und wie findet ihr die anderen? So lala, so lala. Yeah. Es ist so dicke Hose, halbes Hemd, so Autotune, Garagenband, so wie Landkreise und Hakenkreuze, so eins mit Sternen im Armutszeugnis, so verlorene Seelen im Gospelchor, so Lackfrost im Hosentor, so wie ein hohes C in einem Opernglas. Es ist so wie ein Hauding mit Seitenstecken, so kalte Füße in heißen Nächten, so wie ein Schlüssel voller Analphabeten, so wie ein Nadelball die Palme wählen, so in den Tränensäcken, so wie Bettbezüge für Schädeldecken, so No-Brainer auf Abifahrt, yeah. Ulala, hey, sag, wie geht's euch? Ulala, ulala. Wie war die Party letzten Samstag? Ulala, ulala. Wie spielt der erste FC Köln? Ulala, ulala. Und wie läuft's bei euch im Bett? Ulala, ulala. Okay, das war ja schon mal ganz außerordentlich. Ulala, ulala. Aber jetzt brauchen wir ein ganz besonders lautes. Ulala, ulala. Nur von den Leuten ohne Kohle, sagt, wie geht's euch? Ulala, ulala. Und jetzt mal nur die Leute hier im Studio. Wo sind meine zettenden Dauerfernseh-Nerds? Ulala, ulala. Und die begeisterten Zuschauer daheim vom Fernsehgerät? Ulala, ulala. Wie seht ihr die Chancen für Lothar und Liliana? Ulala, ulala. Und die Entwicklung der deutschen Hip-Hop-Szene ist? Ulala, ulala. Danke. Mit Ulala für Bayern im Rennen zum Bundesliga Song Contest. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Das hier ist das aktuelle Album von Blumentopf. Wir heißt es, war hoch bis auf Platz 11 in den Charts hier. Das ist wahrscheinlich die Deluxe-Version, oder? Sehe ich das richtig? Haben Sie eben mitgesungen, als Sie gesagt haben, wie spielt der erste FC Köln? Haben Sie da so lala gesagt? Das ist aber noch ein Kompliment, so lala. Ja, wir sehen euch wieder beim Bundesliga Song Contest. Vielen Dank, Blumentopf, meine Damen und Herren. Das war's schon für heute. Morgen der Kandidat für Mecklenburg-Vorpommern, Sebastian Hämer, wird zu Gast sein. Und einiges mehr, das Switch-Team ist auch noch zu Gast. Jetzt kommt Supernatural. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis morgen.